Ja, zugeschaltet ist mir die 17-jährige Nastassja Schunk aus Altrip. Sie war jetzt im Finale beim Wimbledon-Turnier und hat es leider knapp verfehlt. Also hat leider im Finale nicht gesiegt. Vor 30 Jahren hat das aber Tennischefin Barbara Rittner geschafft. Wie fühlst du dich? Überwiegt mehr der Stolz oder doch mehr der Schmerz jetzt über das verlorene Finalspiel? Ja, so kurz nach der Niederlage war ich natürlich schon etwas enttäuscht, aber also relativ schnell danach habe ich mich einfach sehr gefreut, dass ich überhaupt so weit gekommen bin und war auch stolz auf mich selbst, dass ich gut gespielt habe. Und ja, das Finale war auf jeden Fall sehr schön. Wie kann ich das mir denn eigentlich so vorstellen? Du reist ja jetzt so ein bisschen schon um die Welt. Musst Ja. du denn so im Vergleich zu anderen in deinem Alter auf viel verzichten? Ansichtssache. Also vielleicht Leute, die nicht so viel Sport machen würden, würden vielleicht schon sagen, dass ich auf was verzichten müsste. Aber für mich ist es so, ich bekomme viel mehr zurück. Also was ich alles sehen darf und wo ich hinreisen darf, das ist für mich viel mehr wert, wie dass ich jetzt mich, weiß nicht, jeden Mittag mit Freunden treffen kann oder sowas. Wie sieht denn so dein Zukunftsplan jetzt aus? Also warst du ja jetzt bei Wimbledon, was ist denn jetzt so in den nächsten Jahren für dich geplant? Ja, also ich werde auf jeden Fall mehr Damenturniere spielen, versuchen in der Damenweltrangliste weiter hochzuklettern. Und genau, das ist jetzt erstmal der Plan. Und in naher Zukunft werde ich jetzt erstmal noch ein Turnier in Deutschland spielen und dann Bundesliga für den BSF Ludwigshafen. Ja, du bist ja gebürtige Mainzerin. Wie bist du denn eigentlich überhaupt nach Altrip gekommen in unsere Region und vor allem auch zum TC Ludwigshafen? Ja, als ich geboren wurde, da war das Haus in Altrip schon in Planung. Also ich habe eigentlich gar nicht in Mainz gewohnt, sondern bin direkt nach Altrip gezogen. Und ja, genau, dann habe ich eine Zeit lang in Baden Tennis gespielt. Und ja, dann habe ich aber einen Trainerwechsel gebraucht, einfach damit sich jemand intensiver um mich kümmert. Und da hat sich der Dennis Kremmelmeier in der BSF in Ludwigshafen angeboten. Und ja, bisher klappt es ganz gut. Ja, dann hoffe ich, dass es weiterhin so gut klappt und dir viel Erfolg Danke. für die Zukunft und ja, bis bald dann, ne? Danke für deine Zeit. Dankeschön. Danke.